Carsten, dein wievielter Printer ist das? Oh, bestimmt der 7. oder 8. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe offen gestanden, das muss ich zugeben, mea culpa, nicht mitgezählt. Warum kommst du immer wieder zum Print Day? Print Day ist einfach für mich tatsächlich der Branchentreff. Das heißt, hier, es ist toll, es sind unwahrscheinlich viele Veranstaltungen, aber ich schätze auch die Zeit dazwischen. Das heißt, hier wird mir nicht langweilig. Ich treffe hier Kunden, ich treffe hier aber auch ehemalige Kollegen, ich treffe Partner und ich treffe natürlich vor allem euch und diesen Austausch, den schätze ich auch sehr. Und ich lerne dann auch jetzt gerade nach der Corona-Zeit einfach Menschen kennen, mit denen habe ich eigentlich nur online gesprochen. Und jetzt kann man sich wieder persönlich treffen, das ist toll und ich mag es einfach wirklich sehr. Es bringt was und es hilft auch uns als Passioniert weiterzukommen und ich glaube auch, dass wir als Partner, Partnerschaft ist ja auch vielleicht ein spannendes Thema für euch, dass wir als Partner da einfach auch noch besser interagieren und wir zusammen Themen treiben können. Gibt es besondere Vorträge in den nächsten 2 Tagen, auf die du dich freust? Besondere Vorträge? Ich würde das gar nicht an Vorträgen festmachen. Die sind ja alle spannend. Das wäre jetzt ja auch gemein, wenn ich sage, jetzt ist es das oder das. Für mich ist es einfach der Themenmix. Also wir gucken nicht nur auf dieses Thema Print und Publishing, wie Horst heute Morgen in der Keynote ja schon sagte. Es geht ja nicht darum, alles zu drucken. Das ist gefühlt schon ganz oft gesagt worden, sondern es geht einfach darum, digital Daten aufzubereiten, bereitzustellen. Und dann gibt es auch noch eben andere Themen, einfach wie gehe ich in Prozessen damit um, was bedeutet eigentlich KI für Print? Und das sind einfach Dinge, die kann ich hier mitnehmen. Deswegen ist es der Themenmix. Jetzt spezielle Vorträge möchte ich nicht, weil die sind alle spannend und ich muss mich entscheiden. Das ist viel schwieriger.